Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Heute wollen wir endlich die Himmelsfestung der Pokénapper bzw. der Teegesellschaft stürmen. Mal gucken, was uns dabei so erwartet. Den Schutzschild haben wir bereits mit Ho-Ohs Hilfe deaktiviert. Die letzten paar Aufträge, die aktuell zur Verfügung stehen, haben wir auch gemacht. Das heißt, uns steht nichts mehr im Wege. Mit einer Zeit, denen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung zu machen und Oblivia zu beschützen. So, da haben wir die Himmelsfestung. Möchtest du in die Himmelsfestung eindringen? Ja. Ho-Oh, das aus der Ferne erschienen ist, nimmt tatsächlich Lavados, Arktos und Zapdos mit sich und verschwindet. Es ist wirklich genau wie in der Legende. Meister Edward, ich habe eine Nachricht für euch. Wenn es um den Schutzschild geht, bin ich bereits auf dem neuesten Stand. Nein, darum geht es nicht. Diese beiden berüchtigten Pokémon-Ranger befinden sich schon wieder im Anflug auf die Festung. Über solche Kleinigkeiten braucht ihr mir nicht jedes Mal Bericht erstatten. Holt sie einfach vom Himmel. Jawohl, der ist sich seiner Sache sicher. Er sollte uns aber lieber nicht unterschätzen. Verbleibende Distanz zur Himmelsfestung, 1000 Einheiten. Es ist schon fast unheimlich, wie leicht wir hier durchkommen. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir ohne weitere Komplikationen einfach in die Festung gelangen. Das Sicherheitssystem der Festung wurde aktiviert. Sie haben uns ins Visier genommen. Aha, jetzt geht's los. Wir teilen uns besser auf, um die gegnerischen Angriffe zu streuen. Okay, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. Aber ich finde das voll cool, dass wir hier noch so ein bisschen ausweichen müssen. Ich mag das total gerne. Gefahr, Gefahr! Eine gewaltige Energiekonzentration wurde geortet. Gefahr, Gefahr! Ich merke das schon, danke SLS. Gefahr, Gefahr! Noch mehr Energiekonzentration. Okay. Und mehr Gefahr. Ihre Pokémon sind von der Festung gestartet und befinden sich auf Abfangkurs. Ach Gott, jetzt haben sie... Erst schießen sie uns mit dieser gewaltigen Laserkanone ab und dann hetzen sie mir Plaudergei auf den Hals. Das ist irgendwie... etwas ironisch, oder? Können diese Noten bitte mal verschwinden? Nein, kein Juhu. Oh, Latias! Halt auch mit euren Noten. Ah, jetzt habe ich schon Schaden genommen. Jetzt ist es auch egal. Ich versuche ja immer ohne Schaden durchzukommen, aber wenn ich jetzt sowieso schon Schaden genommen habe. So. Ich finde das so. Ich mag diese Passagen, wo wir so ein bisschen ausweichen müssen, richtig gerne. Dass wir nicht wirklich nur, sag ich mal, stur unsere Fangversuche machen, um durchs Spiel durchzukommen und um mit dem Gegner zu kämpfen, sondern eben auch sowas hier. Und dass die Festung, abgesehen vom Schutzschild, noch ein, ja, Abwehrverhalten hat, ist ja auch irgendwie nicht so weit hergeholt. Nur die Plaudergei waren jetzt so ein bisschen lächerlich, aber gut. Immerhin neue Einträge fürs Verzeichnis. Verbleibende Distanz zur Himmelsfestung, 500 Einheiten. Okay, die Hälfte haben wir. Das war noch der leichte Teil. Aber es macht echt Spaß. Mir zumindest. Ich mache sowas richtig gerne. Einfach durch die Mitte durch.
Das war haarscharf. Ich geb's dir zu. Aber ich weiß halt auch auswendig nicht, wo die hinkommen. Ich mag Latias Fähigkeit hier oben. Ah, schon wieder Schaden genommen. Hauptsache, ich finde eigentlich, die Ausweichpassage ist schlimmer als die Fangversuche, wo nämlich Schaden in den Fangversuchen. Naja. Aber wir kriegen gute Erfahrungspunkte. Ich finde einfach, das wird auch richtig cool eingeleitet, dass du nicht einfach, ja, jetzt gehen wir in die Himmelsfestung und fertig, sondern dass du erst den Schutzschild deaktivieren musst, dann musst du erstmal dahin kommen. Das ist sehr cool. Verbleibende Distanz zur Himmelsfestung 250 Einheiten. Na? Na, bin ich gerade von der letzten Kugel noch getroffen worden? Das ist bitter. Na gut, nicht ganz von der letzten Kugel, aber... Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Meine Güte, sind die bald noch fertig? Es wird immer knapper hier. Ja, sie sind fertig. Okay. Wir haben das Sicherheitssystem der Festung durchbrochen. Svenja, ein Glück, hier ist nichts passiert. Hoppla, sie haben es tatsächlich durch ihr Sicherheitssystem geschafft. Und was jetzt? Lass die Geharnischten sie willkommen heißen. Die Vorbereitungen wurden hoffentlich bereits getroffen. Uiuiuiuiui. Jawohl! Da wären wir. Mission. Bewahre den Frieden in Oblivia. Ja, die finale Mission. Ich glaube, ich kann da drüben einen Eingang sehen. Aber wir müssen erst einen Weg dorthin finden. Es muss doch irgendeinen Weg geben, um zur anderen Seite zu gelangen. Diese Harnischten-Statue wirkt aber ganz schön angeberisch. Und kein bisschen verdächtig. Psykraft 3. Dann gucken wir doch mal. Nehmen wir erstmal die linke Seite. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich mag sowas, wenn man nicht so linear durch irgendwas durchgeht, sondern erstmal da was machen muss und da was machen muss und dann wieder zurück und so. Das finde ich eigentlich immer sehr schön. Ach, Schall. Teleporter. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Schalter oder Teleporter. Ich habe das Spiel jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, dementsprechend habe ich die Himmelsfestung auch nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß aber, dass die sehr, sehr episch war. Ich meine, wir hatten ja auch schon das ein oder andere Versteck, wie in den Oblivia-Ruinen zum Beispiel. Und ich finde, die Verstecke der Pokénapper sind immer ziemlich cool gemacht. Mach irgendwas, Magma. Tu etwas! Perfekt. Und auch die Himmelsfestung. Ich mag die ganze Idee dahinter total gerne, diese fliegende Festung mit den Geharnischten und der goldenen Rüstung und diesem Abwehrsystem. Ich finde den Aufbau total interessant gemacht und ich freue mich da schon, mich durchkämpfen zu können. Auf jeden Fall.
So, jetzt bin ich hier gelandet. Fangen wir einfach mal alles, was wir kriegen können. Dass wir da so ein bisschen auffüllen. Du was? Das war schon mal ziemlich gut. Osnibuna, mach doch nicht mitten auf das Feld dieses Eis. Sowas ist immer anstrengend. Also ich weiß, welche Fangversuche hier mich noch erwarten werden. Vor allen Dingen natürlich gegen Ende. Und ich freue mich da schon total drauf. Ich hoffe, die verkacke ich nicht, weil die sind doch nicht ohne. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Okay. Und ich finde es übrigens auch sehr schön, dass Julian wieder dabei ist. Der ist ja schon eigentlich die ganze Zeit mit dabei. Ja, links oder rechts? Nehmen wir mal den hier. Man könnte sagen, ach, nerve ich Julian die ganze Zeit. Aber ich finde es einfach sehr schön, jemanden dabei zu haben, der auch wenn er ja nicht wirklich was macht, aber er führt halt quasi die Gespräche. Ich finde, das ist viel schöner, als wenn die Antagonisten einfach nur Monologe führen. Da finde ich das viel cooler, dass Julian den quasi Rede und Antwort stellt an unserer Stelle. Weil wir ja nicht reden. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und dass er halt beim großen Finale auch dabei ist, das gehört sich einfach so. So, nehmen wir dich mal mit. Und lassen Quiekle mal zu Hause. Habe ich 3 Pokémon mit Aufladen gerade dabei? Okay, viel brauche ich gar nicht. Aber ich glaube, unser Psykraft-Pokémon habe ich da schon gesehen. So, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Okay. Welchen Teleporter hatte ich jetzt zuerst genommen? Den. Dann hatte ich den hier. Und dann bin ich, glaube ich, nach links gegangen. Dann gehen wir diesmal nach rechts. Und da haben wir vermutlich unser Psykraft-Pokémon. Unser erstes. Das andere ist vermutlich genau auf der anderen Seite, logischerweise. Huch. Oh nein, ich hasse doch sowas. Wenn ich es nicht erwische. Okay. Mit kleinen Kreisen kriegt man auch das hin. Da geht aber echt gute Erfahrungspunkte hier drin. Finde ich gut. Dich will ich mitnehmen. Ich lasse Reit schon mal hier und dich haben wir da so ein bisschen Platz. Ich muss aber auch sagen, ich mag generell so Orte, wo man sich in Ranger wirklich durchkämpfen muss. Wo man so ein paar Passagen hat, wo man vielleicht ein bisschen Geschick beweisen muss oder ein bisschen nachdenken muss und dann halt ganz, ganz viele schwere Fangversuche. Das finde ich richtig cool. Und das war halt beim Finale in Ranger 1 auch schon so und in Ranger 2 und hier finde ich das dann auch nochmal richtig cool. Auch wenn bislang ja keine Gegner aufgetaucht sind, aber dennoch. Genau, das waren diese Dinger hier, ich erinnere mich. Hallo, Kikli! Wobei ich sowas generell immer cool finde, auch in Editionen zum Beispiel. Diese ganzen, Verstecke der Antagonisten oder das Finale in Pokémon Colosseum XD. Ich mag das einfach, wenn das so, weiß ich nicht, dramatisiert, groß dargestellt ist, wie sich das einfach gehört für so ein Story-Finale. Huch. Ich habe ein Elevoltec gefunden. Okay. Was dann hier nicht alles findet. Wie sind eigentlich die Pokémon hier alle hingekommen? Oha. Entschuldigung. Ui. Snibuna, aber das hat den Balken ganz schön gefüllt. Wie ernsthaft, wie sind die Pokémon hergekommen? Diese Festung ist vor weiß ich nicht wie vielen Jahren entstanden. Mit diesem einen Herrscher da. Und die Pokémon werden wohl kaum, weiß ich nicht, wie viele hunderte oder tausende Jahre hier jetzt gelebt haben. Perfekt. Oder die Pokénapper haben die alle mitgebracht. Das kann auch sein. So ein bisschen zur Deko, zur Gesellschaft oder einfach um die Feinde abzuwehren. Man weiß es nicht.
Sio. Mehr ist hier nicht, okay. Also ich hätte auch so ein bisschen Angst auf diesen schwebenden Plattformen, um ehrlich zu sein. Hätten die Pokénapper die nicht einfach manipulieren können, dass man dann einfach, Amphi habe ich schon, runterfällt, so mittendrauf. Ah, hier ist noch ein Traumagil. Gut, hätten wir das. Ah, verdammt, ich dachte, ich krieg's noch. Na, geh von diesen Dingern weg. Das ist nervig. Da war das andere Traumagil netter zu mir. Dich will ich auch ganz gerne mitnehmen. Was sind wir dich mal hier? Also ich habe eigentlich schon ganz gerne zwei Amphis dabei. Ich glaube, damit fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ich glaube zwar nicht, dass ich die zwingend brauche, aber trotzdem. So, jetzt bin ich hier. Und wieder hier. Gut. Dann wollen wir doch mal. Eins, zwei. Hanischen Statue wurde aktiviert. Danke, ihr beiden. Gut, dann wollen wir doch mal da reingehen. Ihr habt es also endlich bis hierher geschafft. Endlich bin ich mit meinem Körper und Seele zu einem Geharnischten geworden. Das Gedächtnis dieses uralten Kriegers befiehlt mir, die Hellen zu besiegen. Und diesem Ruf werde ich folgen. Also über die Geharnischten werden wir im Laufe der Vergangenheit auch noch ein bisschen was erfahren. Weil wir haben ja auch schon gesehen, dass die scheinbar in der Vergangenheit wichtig sind. Wir haben zwar noch nicht viel davon gesehen, aber immerhin etwas. Ah, Pichu. Das Magbrand, das ist doch schon so gut wie fertig. So, meine Güte. Illewoltek, lass das. Gut. Ne, also ich denke, so ein paar Zusammenhänge werden so ein bisschen klarer, wenn man die Vergangenheit spielt. Ich denke zwar, man kann auch, ohne die Vergangenheit zu kennen, das Spiel durchspielen und ist jetzt auch nicht so, hä, das ergibt keinen Sinn. Aber so ein paar Sachen werden doch so ein bisschen verdeutlicht, weil die Geharnischten sind ja Krieger aus alter Zeit und Vergangenheit ist ja besagte alte Zeit und er sagt ja auch, er hat das Gedächtnis des Geharnischten so ein bisschen. Also doch, so ein paar Zusammenhänge werden da später auf jeden Fall noch erleuchtet. Ihr habt euch zu früh gefreut. Die wahren Qualen beginnen erst jetzt. Ich bin gespannt. Also dieser Kerl war wirklich völlig anders als die Geharnischten, denen wir bisher begegnet sind. Offenbar wird das hier alles andere als ein Zuckerschlecken, wenn wir bis zur Teegesellschaft vordringen wollen. Vermutlich. Gehen wir mal weiter. Noch weiter hoch. Also ihr seht, die drehen auf, ne? Magbrand, Illewoltek, Porygon Z. Unsere Identität als Pokénapper haben wir bereits völlig abgestreift. Seit die Himmelsfestung wieder aktiviert wurde, hat diese Rüstung begonnen, ihre wahre Macht zu zeigen. Na dann. Oh, ihr macht sowas. Ist ja eklig. Okay. Das war schon mal gut. Okay.
Zack, zack. Gut. Ach, ich mag solche schwereren Gruppenfänge mit stärkeren Pokémon. Das macht immer so viel Spaß. Ihr nähert euch Schritt für Schritt eurem Ende. Ja, ja, ja. Ich weiß schon. Hier gibt es wieder Pokémon. Nehme ich mir mal vorsichtshalber mit. Auch wenn Snibuna immer so nervig zu fangen ist. Wenn man die Kreise groß genug zieht, dass es nicht mal durch die Fanglinie durchläuft, das ist eigentlich ganz angenehm. Das sollte ich mir für die Zukunft merken. Und hier war noch ein Traummagier, ne? Du kommst auch mit. Tu doch sowas nicht. Huch! Nein, ich wollte dich auf Flucht drücken! Was musst du auch da unten in der Ecke spawnen? Boah, Traumagil. Jetzt komm her. Ja komm, Pichu. Meine Güte, das war gerade etwas ungünstig. Ja gut, mit dem B kann ich jetzt auch leben. Hauptsache, wir haben wieder ein paar Pokémon dabei. Für den Fall, dass wir irgendwelche Ziele beseitigen müssen oder Pokestärken brauchen. Ich würde aber sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.